Okay. Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Heute haben wir einen Themenmischmasch. Also ich möchte heute ein paar Themen einführen, die dann im Folgenden auch immer wieder vorkommen. Das ist Ikigai und das Taschentuch. Und Mr. Maslow kommt heute auch noch dran. Fangen wir mal mit dem Taschentuch an. Ihr kennt diese Papiertaschentücher. Ich sage keinen Markennamen. Ein Utensil, wo man sonst nicht viel Gedanken dran verschwendet. Wie kommt das in Existenz? Ja, wirklich rein faktisch. Irgendwelche Leute müssen das gemacht haben. Gibt noch keinen Papiertaschentuchbaum. Da waren also Leute dran beteiligt. Ihr wisst, das hat ein Patent gehabt eine Zeit lang. Durfte nur von einer Firma hergestellt werden. Also ist also erfunden worden. Also viele Leute dran beteiligt, um das zu fertigen, Maschinen zu bauen. Die Maschinen müssen gefertigt werden. Zellulose muss abgebaut werden. Schöne Bäume, die da zerschreddert werden, dass die Zellulose da ist. Jetzt gehen wir schon da raus, der Baum. Und alle Materialien. Ja, mal den Baum, der muss wachsen. Ja, er braucht Umgebungsbedingungen, dass er wachsen kann. Erde, Sonne, Wasser, Mineralien, Myzel, Pilze um die Wurzeln und so weiter. Ja. Aber der Baum. Ja, Millionen von Entwicklungen. Ja, Millionen Jahre von Entwicklungen, damit so ein Baum in der heutigen Form wächst. Ihr merkt, ne? Im Grunde genommen muss das ganze Universum entstanden sein, das jetzt hier in diesem Moment dieses Taschentuch ist. Enorm viele Umgebungsbedingungen mussten bestehen, damit es überhaupt zur Existenz kommt. Eine Herangehensweise an den Begriff bedingtes Entstehen. Und das ist nicht linear. Ihr habt das gemerkt. Ihr könnt nicht nur von dem Baum ausgehen. Wenn ihr direkt zu allen Bedingungen kommt, die dieses Taschentuch in Existenz bringen, auch nur für kurze Zeit, es wird benutzt oder es vergeht von selber, sind sehr, sehr komplex. Und das Taschentuch besteht nur jetzt, in diesem Moment. Im nächsten Moment kann es einen Riss haben, im nächsten Moment wird es beschnauft und hat schon wieder eine andere Existenzform, bis es dann weggeworfen wird. Hier in Berlin wird der Müll verbrannt. Ja. Bedingtes Entstehen. Und wenn ihr im stillen Sitzen nicht zu einem Taschentuch werdet, aber euch selber so betrachtet, komplett, also wirklich mit allen Sinnen, dieses, was ich eben gesagt habe, bei euch selber feststellt, dass ihr so ein etwas seid, komplexer als das Taschentuch, ja, obwohl auch da Mikroorganismen drauf sind und so. Also da ist im Grunde genommen noch mehr los, als man sich das so
sehend vorstellt, umso mehr könnt ihr das wertschätzen, dass jeder Moment euch verändert. Ne? Schaut euch alte Bilder von euch an. Ein total anderer Mensch. Ein paar Gesichtszüge sind ähnlich, aber früher wart ihr kleiner. Ne? Oder hattet einen Bart und dann wieder keinen Bart. Die Gesichtszüge verändern sich. Und auch die gesamten Zellen in eurem Körper werden ja andauernd ausgetauscht. Hier ist ja fast nichts mehr von dem da, was vor 10 Jahren da war. Ja? Bedingtes Entstehen. Das ist ein Konzept, das ziemlich wichtig ist, auch durchdrungen zu werden. Alleine das würde ausreichen für den heutigen Talk, aber ich möchte Konzepte einführen. Deswegen. Oder die kennt ihr vielleicht schon. Also das hier war, das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Anscheinend wird das in der Schule nicht mehr beigebracht. Das war ein Konzept, das man im Spiegel und so sogar in den 70ern hat sehen können. Aber in der Pädagogik und in der Psychologie kommt der Herr Maslow noch ein paar Mal vor. Bert Brecht, erst kommt das Essen, dann die Moral. Also dass die Grundbedürfnisse befriedigt sein sollten, bis man dann eben auf Reflexion bis zu, also dass man die höheren Moralwerte und sowas, dass man da überhaupt einen Freiraum für hat, dazu müssen erstmal die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Nicht unbedingt, ne? Also man kann das schaffen, obwohl man hungert, trotzdem zu meditieren und quasi hier die obere Spitze trotzdem zu kultivieren. Aber das wird schwieriger. Ne? Je weniger die Grundbedürfnisse und Sicherheit ist eins davon auch erfüllt sind, umso schwieriger wird es, die oberen Regionen in der Pyramide zu erschließen. Hm? Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das ist ein Konzept, das ist ziemlich wichtig. Auch für das bedingte Entstehen und was lebe ich den Tag über. Das hier, das ist gerade noch modern, Ikigai. Da gehe ich gar nicht so drauf ein. Also es ist anscheinend oder angeblich ein sehr altes Konzept in der japanischen Kultur aufgeschrieben. Da wird es dann schon wieder kritisch. 1955, glaube ich, von einer Schriftstellerin, die dieses Konzept erklärt hat, auf Japanisch. Dieses Buch gibt es noch nicht mal in Englisch. Aber es gibt einen Riesenhaufen an Büchern, die sich in Englisch und in Deutsch mit dem Begriff Ikigai auseinandersetzen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Nicht-Japaner sind, nicht dieses Buch gelesen haben und sich trotzdem damit auseinandersetzen. Kann man ja machen. Machen wir auch. Ich finde nur die Grafik interessant. Und zwar der obere Kreis ist, was du liebst. Erinnert euch an die Definition Weisheit und Liebe. Also nicht nur ich liebe zu machen, sondern ne, oder mag machen, sondern den Begriff Liebe im oberen Kreis. Den unteren Kreis, Geld, was die Leute bereit sind zu bezahlen. Also für was die Leute bereit sind, etwas zu bezahlen. Also diese beiden Pole hatten wir schon. Als Schnittmenge finde ich das schon mal interessant. Da findet sich auch das Ikigai. Auf der linken Seite, da wird es dann schon schwammiger, ist das, was du kannst, also wo du gut drin bist, das verändert sich. Das, was du machst, darin wirst du besser. Das heißt also, das ist im höchsten Maße veränderbar. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist das, was die Welt braucht. Also diese drei Begriffe mal so zusammenzubringen, finde ich interessant. Aber eben nicht, um sich nur auf das Ikigai, also auf diesen Optimalzustand zu fokussieren, sondern auch zu sehen, dass es eine Horizontale darüber gibt,
wo keiner bereit ist, was zu bezahlen. Was aber die Welt braucht. Interessant. Es gibt Berufe, die so ähnlich bezahlt werden. Alle Sozialberufe befinden sich mehr in der oberen. Das gefällt dir doch sowieso, brauchen wir dich nicht so gut bezahlen. Gibt es. Also, und Künstler, wozu ich mich jetzt mal einfach grob auch zähle, das habe ich nämlich schon oft gesagt, wenn es um das Verkaufen zum Beispiel von Meditation sowieso, da kann man kein Geld mit verdienen, aber zum Beispiel mit dem Qigong und mit dem Yoga. Ja. Das hat einen enormen Sog, dass man in diese Richtung, was die Leute bereit sind zu bezahlen, zu gehen. Ja. In anderem Zusammenhang auch. Also das ist ein enormer Pull. Ja. Dass man, wenn man selber darauf angewiesen ist, auf Geld, dass man eben sein Angebot aus dem Bereich, was ich mag, immer mehr in die Richtung, was wofür ich Geld kriege, gehe. Auch wenn ich zum Beispiel merke, ich habe jetzt nicht nur für mich Verantwortung, sondern für eine Familie, für meine Kinder. Dann ist das Erste, was man fallen lässt, der Bereich, was ich mag. Das ist wichtig. Ja? Und dann sind wir auf einer Horizontale unter dem Strich. Ja, als Künstler unmöglich. Da passiert keine Kunst mehr. Dann verkaufst du nur noch Krempel. Ja. Und das ist dummerweise unterhalb dieses Ikigai-Bereichs, das steht da höchstwahrscheinlich gar nicht, ist der Bereich, wo man anfängt, krank zu werden. Ja. Das bist nicht mehr du. Für diesen Zusammenhang reicht mir das Ikigai. Also um dieses Konzept einzuführen. Diese Bereiche zum Beispiel, die Welt braucht, aber nicht bezahlt wird und so, ist auch interessant, weil das entspricht dem, was man feststellen kann. Die Konzepte sind eingeführt. Jetzt sitzen wir einfach mal kurz rum. Und lassen eben solche, also das sind eigentlich ziemlich harte Brocken, besonders weil die viele, viele Ableitungen ermöglichen. Und wir sitzen nicht nur in Stille, sondern unser tägliches Leben, je mehr ihr eure Freundlichkeit, eure Aufmerksamkeit und eure Gelassenheit in diesem Moment schult, umso wacher werdet ihr auch im Alltag, umso weiser werdet ihr. Ihr kriegt wirklich mehr mit. Und deswegen unternehmt ihr auch etwas, um euren Tagesablauf zu verändern und so weiter. Nicht, weil ich das sage, sondern weil ihr immer mehr mitkriegt, wow, das kann man eigentlich besser machen, wie ich so lebe. Und zwar nicht nur wegen des Geldes, sondern so, dass es mir gut tut. Wir sitzen einfach mal rum. Lasst das mal langsam zur Ruhe kommen. Da hat der Affengeist viel zu spielen. Langsam die Augen schließen und wieder mehr darauf zu achten, was der Körper so macht. Ich war eben auf der Wiese für fast 2 Stunden, das heißt, ich gehe mal anders durch den Körper. Das haben wir vielleicht schon gemacht. Die Hände und die Handgelenke. Die Füße und die Fußgelenke. Also mit der Aufmerksamkeit auf die Körpergefühle in diesen Bereichen. Und dann auf die Ellenbogen und die Knie. Wie fühlt es sich da an? Ist das durchlässig? Bin ich da entspannt? Und dann der gesamte Schulterbereich, also da, wo die Arme am Torso ansetzen, ist das durchlässig? Nicht frei atmen.
Und die Oberschenkel und der Hüftbereich, da wo die Beine am Torso ansetzen, ist das auch entspannt, ist das durchlässig. Kann ich mit dem vollständigen Atem den vollständigen Atem merken, wie sich mein gesamter Torso bewegt. Kann ich meinen Rücken und meinen Kopf spüren? Meine Gesichtsmuskeln. Sagen die Körpergefühle, meine Emotionen, was spielt der Geist? Nichts verlangen von Körper und Geist. Das hat mir letztes Mal fühlen jetzt Aufmerksamkeit auf das, was da ist. Zwei Minuten mit dem, was bei euch da jetzt ist. Der Körper, wie er atmet. Eine Minute noch. Nehmt euch die Zeit, drei eurer Atemzüge als Zeitgeber einfach die Frage zu stellen, wie fühle ich mich jetzt und wie war das eben, ohne etwas darauf zu antworten. Und dann langsam die Augen öffnen. Okay. Wir gehen nochmal die Konzepte durch,
die wir wirklich öfter wieder brauchen. Zumindest werde ich die ab und zu erwähnen. Ne? Bedingtes Entstehen, die Sache mit dem Taschentuch. Das ganze Universum musste entstehen, damit dieses Taschentuch jetzt hier ist. Und es ist mehr als nur so ein gefaltetes Papier. Also darauf sind Staub, darauf sind Mikroorganismen. Ja, sind, wenn, je genauer man guckt, umso komplexer ist das. Und es ist ja nicht nur ein Element, das ist ein Konglomerat von Elementen. Ja. Also es, alleine wenn ich ja wirklich faktisch dran gehe, ist das schon sehr komplex und die notwendigen Geschehnisse sind auch enorm komplex. Das ganze Universum. Da ist auch noch Vergänglichkeit drin. Ne? So ein Taschentuch lebt nicht so lange wie ein Mensch normalerweise. Ein Mensch nicht so lange wie ein Baum. Ein Baum nicht so lange wie ein Berg. Und so weiter. Ein Berg nicht so lange wie ein ganzer Planet. Also Zeitrahmen, Vergänglichkeit. Alles in dem Taschentuch als Konzept. Ich rufe die Grafik nochmal auf. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Sind Konzepte. Die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern auch die sind unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und passen mehr oder weniger. Aber die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist auch relativ gut, passend für vieles. Ja. Das Ikigai finde ich gut als Grundlage, als Diskussionsgrundlage. Ja. Weil, wie gesagt, mit den horizontalen Linien, die man da durchziehen kann, das viel beschreiben lässt, was sonst schwer darzustellen ist. Also es geht nicht nur um das Ikigai, es geht auch um die drumherum. Wir werden das nochmal wieder angehen später. Das war das, was ich heute unterbringen wollte. Aber auch das stille Sitzen, was wir machen, ist mir enorm wichtig. Nicht auch, sondern das ist eigentlich das Wichtigste. Aber die Konzepte, die wir eben hatten, sind einzelne Konzepte, die man beim stillen Sitzen wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal durchdringen kann. Also, wie ich gesagt habe, mit dem ganzen Ich, mit dem ganzen, eben nicht Ich, mit dem ganzen Prozess, der man selber ist, durchdringen. Wunderbar, dann gucke ich mal jetzt, was ihr für Fragen habt.